Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Rabens. Sorry, dass die letzten beiden Folgen ein bisschen geruckelt haben. Ich habe die Aufnahmeeinstellung ein bisschen durchprobiert und leider hat es das nicht besser gemacht. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut, dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Das ist gut. Und hier, diesen Stein, habe ich einst von Koristo bekommen. Es ist das Einzige, was meine Flucht aus der Barriere überlebt hat. Ich denke, du kannst mehr damit anfangen als ich. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Ein Runenstein, vielen Dank. Zeig mir deine Ware. Es wird eh langsam mal an der Zeit, dass ich mir neue Runen bastle. So, was ist das klimpernde Paket voller Dietriche? Hat er jetzt immer noch? Wie viele da wohl drin sind? Zumal ich ja eh Dietriche brauche. Und 300 Gold ist verlockend, verlockend, verlockend. Aber ich gucke jetzt erstmal bei Huno vorbei, was der mir zu bieten hat. Beziehungsweise was er jetzt will für die Rüstung. Vorher waren es ja 2100 Goldstücke. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz allein. Schauen wir doch mal. Hey! Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. Okay. 1400, wow, das ist ein Drittel weniger. Das wäre ja fast schon eine Überlegung wert, ob ich das mache. Hey, du. Denn? Ich brauche eine bessere Rüstung. Fisk? Okay. Alles klar. Denn ich brauche den Schutz, wenn ich mich mit Esteban nachher anlegen will. Und das wird wahrscheinlich auch... Ich dachte 45. Hey, 50. Sehr cool. Dann habe ich jetzt 57 Schutz statt 42. Damit ist die ja sogar besser als die Feuermagierrobe, zumindest physisch. Hey, du. Sehr cool. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Du bist doch in Ordnung. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich das von dir nicht erwartet. Hey. Hier, nimm das hier als Belohnung. Was soll das denn heißen? Zeig mal, was du hast. So, jedenfalls, Stahl brauche ich nicht. Genau, ich habe ja bei ihm schon geguckt. Er hat nichts, was ich brauche. Aber da ich ja weiß, dass er mit Rüstungen handelt, würde ich ihm einfach mal die hier verticken. Die ist eh nicht so viel wert. Ja, ansonsten, ja, verkaufen kann ich, wenn ich immer noch dann, wenn ich Gold brauche. Wie viele Dietriche habe ich denn? Es dürften nicht allzu viele sein. 5 oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind die denn? Dietriche? Hallo? Dietriche? Da, 4. Nur 4. 4 Dietriche. Das ist echt nicht die Welt. Dafür habe ich 11 Runensteine. Das heißt, ich kann mir noch 11 Runen basteln. Das ist echt gut. Ich habe 775 Gold. Ich glaube, ich werde von Fisk dieses Dietrich-Paket einfach mal kaufen. In der Hoffnung, dass da eine vernünftige Anzahl Dietriche drin auf mich wartet. Und dann kann ich mich hoffentlich immer noch entscheiden. Zeig mir deine Ware. Ob ich Esteban verrate oder seinen Auftrag erledige. Wobei ich ja mittlerweile sagen muss, die Menschen, denen ich hier geholfen habe, Huno und Fisk, die mag ich. Und das, was ich so über Esteban rausgefunden habe, das finde ich ja eher unsympathisch. Von daher tendiere ich tatsächlich dazu, mich mit Esteban anzulegen. Moment, schaffe ich nicht sogar beides? Ich lock doch seine Leibwachen weg, indem ich ihm ausrichte, was er wissen wollte, ne? Nämlich wer der Attentäter war. Links ist es nicht. Rechts, rechts. Dreimal rechts. Viermal rechts. Fünfmal rechts. Sechsmal rechts. Oh mein Gott. Ein Goldbrocken. Na okay. Sechsmal rechts. Wie bescheuert. Das ist keine gute Kombination. Andererseits, ich habe auch so schon mehrere Versuche gebraucht, um dahinter zu kommen. Vielleicht ist er gar nicht mal so schlecht. So, hier, Esteban, bevor ich mit dir rede, möchte ich gerne eine Runde speichern, um sicher zu gehen. Das war keine große Sache. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist das?
Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Ja, da hätte ich gerne einen roten Stein, genau. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ach, komm schon. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Du bist doch ein Arsch. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst, mich reinzulegen. Na, warte. Geh bloß weg mit deiner Matte. Na, warte, du bist der... Ups. Was? Das gibt's doch gar nicht. Ach so, weil ich den Banditen damit... Ja, okay. Ich sollte mir echt mal möglichst schnell Zauber zulegen, die keinen Flächenschaden machen. Das ist nicht so geschickt. Aber gut. So, gut, kennen wir alles. Ich skippe es mal eben durch. Er schickt seine Jungs los. Er will, dass ich für ihn arbeite. Ich kriege einen roten Stein. Er will mich verarschen. Hey, noch ein Wort und meine Wache... Welche Wache? Was? Warum sind die jetzt tot? Na, komm her. Komm her, jetzt Kleiner. Jetzt geht's, Sir. Ja, so ist gut. Er hat einen Einhänder. Das heißt, muss ich tendenziell auch mal zweimal hintereinander droppen, weil er schneller ist als ich. So viel dazu. Ja, schon. So ist gut. Hey, ich hab gerade gehauen. Grrr, was ist das denn? Oh mein Gott. Warum? Warum bin ich so schlecht? Ich war letztes Mal schon so schlecht bei dem Skinner da unten. Sag mal. So, schick mal die Wachen weg. Komm, nochmal das Ganze eben nochmal durch. Ich krieg keinen roten Stein. Er will mich verarschen. Welche Wache? Und jetzt speichere ich einfach nochmal. Dann können wir uns das Ganze sparen, falls es nochmal passiert. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das Interessante ist ja, dass ich ihm zuerst relativ viel Schaden gemacht habe und dann hat er ihn ja aufgeholt. Das gar nicht. Das waren mal wieder diese dämlichen kritischen gut. Treffer, ne? Das gibt's doch gar nicht. Immer feste drauf. Na mach schon. Der Vorteil ist immerhin, mit zwei Händern habe ich mehr Reichweite als er. Allerdings habe ich jetzt gerade auch ein Problem. Denn mir fehlt es an Lebensenergie. Und ich habe keine Lust, mich jetzt hier drauf einzulassen. Komm her, Esteban. Habe ich jemanden getroffen? Nein, sehr gut. So, Esteban, das war's mit dir. Ein Apfel, yay, 5 rote Steintafeln, sehr cool. Das freut mich. Hey, ich brauche zwar nur eine, aber hey, 5 sind besser als eine. Da kann ich 5-mal rein oder so. Kannst ja verteilen an Leute, die rein wollen. Noch ein Apfel. Sehr gut. Und hier, guck mal, ein bisschen Grog. Und ein paar Dietriche. Wer sagt's denn? Geht doch. So, als allererstes. Äpfel. Äpfel sind wichtig, denn wie wir alle wissen, machen Äpfel stärker. Ich mag zwar immer keine Äpfel, aber ups, das war unnötig. Aber im Spiel mag ich Äpfel. So, jetzt mache ich mal das Zeug hier noch eben leer. Und den Rest mache ich dann mit Tränken. Oder mache ich das? Warte mal. 5, 77, jetzt brauche ich noch 30. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, genau, und dann brauche ich noch genau 100. Mann, bin ich blöd, jetzt habe ich schon wieder einen 70er getrunken. Dann halt eben so. Was soll's. Gut, Esteban ist erledigt. Seine Leibgarde ist erledigt. Ich dachte gerade, ich kann die Dinger, die da hängen, vielleicht mitnehmen. Den Trank nehme ich auch mal mit. Ansonsten würde ich jetzt halt noch mal mit den
beteiligten Menschen reden. Also insbesondere Fisk und Huno, vielleicht auch Snuff. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, auch wieder, wa? Was sagt Sia denn dazu? Nix. Die hat einfach nix. Die hat wirklich nichts damit zu tun, wie es aussieht. Aber Snuff, hey. Auch nicht wirklich gut. Hey, warte mal, doch. Wie läuft der Laden? Das gut. Ist neu. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Also so wie er es mir erzählt hat, waren es eigentlich nur Emilio und Paul, die Esteban nicht mögen. Ich komme später wieder. Also entweder hat er mich damals angelogen oder er wusste es doch nicht so gut. Gut, mit dem hier habe ich auch nichts mehr zu tun. Sinjan ist ja schon lange tot. Wie sieht's denn mit Finn aus? Du magst doch Esteban, ne? Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich ganz passen. Nein, ich bin ein ganz passabler Schürfer mit 20%. Will ich denn Gold hacken können? Ist es mir denn 50 Gold wert? Ich glaube ja eigentlich nicht. Es sei denn, ich habe irgendwann noch eine Möglichkeit, die Gold-Nuggets auch wirklich in Goldmünzen einzutauschen, sinnvoll. Weil verkaufen ist ja sinnlos. Da gibt's auch nichts Neues. Aber hier bei dir vielleicht, oder? Auch nicht. Zeig mal, was du hast. Hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass ich hier noch neue Optionen habe. Nun denn, dann würde ich ja mal sagen, ich habe mir den Eintritt ins obere Lager verdient. Und ich habe letzten Endes zweimal genau das gleiche gemacht. Ne? Draußen im Sumpf habe ich den Vorsteher erledigt, um hier reinzukommen. Und hier habe ich jetzt den Vorsteher erledigt, um da oben reinzukommen. Naja, so kann es gehen. So, hier. Ich habe eine Steintafel für dich, ich habe eine rote Steintafel. Hä? Hm, was? Ich habe hier eine Steintafel für dich. Ach, die grüne ist das. Du hast nicht den richtigen Stein. Nur die roten sind von Bedeutung. Ah, okay. Dann sind das zwei Optionen. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay. Du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Ach je. Na gut, dann mache ich das halt mal eben. Ihr braucht drei Butler. Wen lasse ich denn da rein? Ich werde mich also, Emilio hackt nicht mehr. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Ansonsten, wie war das mit Paul? Paul durfte nicht mehr rein und muss jetzt deswegen für Huno arbeiten. Ich kann mal Paul fragen, ob er rein will. Hey, du. Du wirst in der Mine gebraucht. Ich. Hier, du sollst mein Erz dafür haben. Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber danke. Gerne. Nehme ich doch gerne. So. Genau das. Fisk wird wohl nicht rein wollen. Kann ich einfach so einen beliebigen Banditen nehmen? Du. Ich nehme mal an, nein. Nee, kann ich nicht. Fisk wird da auf jeden Fall nicht rein wollen. Fortuno kannst du knicken. Dann hätten wir noch Finn, Lena, Emilio und Logan. Was ist mit Lucia? Lucia, ich dachte gerade Natalia. Aber das ist ja die Assassine aus Diablo 2. So, ich kann jetzt den da reinschicken, aber der kann mir beibringen, wie ich Tiere ausnehme. Was ist denn mit dir? Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Da werde ich mal losziehen. Vielleicht mag er mich dann hier wieder ein bisschen mehr. Nachdem ich seinen Freund Esteban umgelegt habe, den er eigentlich überhaupt nicht mag. Egal. Finn kann reingehen und Gold hacken. Ja, mach mal. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Ah ja, danke schön. Hat sich doch gelohnt, Finn da reinzuschicken. Dafür kann ich jetzt halt Lena nicht mehr reinholen. Aber egal, ich brauche ja nur drei.
Ich hoffe mal, ich habe die drei richtigen erwischt. Keine Ahnung, ob jetzt mit Lena oder Logan irgendwas Tolles gewesen wäre. Habe ich drei? Warte mal, habe ich drei? Ich habe Paul, ich habe Finn. Und Emilio, genau. Ja, es sind drei. Passt, alles gut. Torus, hier, du hast deine drei Butler. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Das will ich doch hoffen. So, was haben wir denn hier alles? Einen Bücherständer. Kriege ich Erfahrung? Mine. Crimson, 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen. Sketty, Waren für 250 Gold erhalten. Karats, 8 Goldbrocken. Alle Wachen, 9 Goldbrocken. Unofisksnaff, je nach Waren. Aha, aha. Jäger, so sich Anführer drum kümmern. Franco, 7 Goldbrocken. Okay. So eine Art Buchführung. Wer wie viel kriegt, hä? Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Das ging ja schnell. Oh, guck mal, Teleporter. Nur, wo ist... Da. Da ist er. Perfekt. Das sollte der letzte Teleporter... Nee, der vorletzte. Das sollte das gewesen sein. Medarion, bist du das? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. So, genau. Jetzt habe ich die Wahl zwischen Mana plus 5 oder was anderes. Und ich glaube wirklich, ich werde mich diesmal... Ich werde etwas vorziehen, was ich eigentlich nach Mana 100, nach 100 Mana machen wollte. Nämlich die Steintafelsprache. Zumindest die erste Stufe. Soweit ich weiß, braucht man die ohnehin, hey, um zu Raven zu kommen. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Na, das klingt doch gut. Hey, 5 Lernpunkte. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ja, cool. Damit kann ich das ja schon. So, dann habe ich auch noch 5 Lernpunkte übrig. Die würde ich dann tatsächlich mal... Warte mal. ...investieren in einen neuen Zauber, damit ich mir eine Rune basteln kann. Und zwar hätte ich da gerne sowas wie Eisblock, hey, wenn es geht. Höhere Kreis wird nicht gehen. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut, dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tja, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Adanos möge dich schützen. Ja, danke schön. Gut. Ich glaube, er hat damit recht, dass die Banditen keine Ahnung haben, mit was sie da handeln. Ich glaube, die Banditen haben von relativ wenig hier eine Ahnung. Hey. Abgesehen von Gold. So, Herrenhäuser war ich eins, ne? Wegen der Herrenhäuser. Ja. Erzähl mir nochmal... Das. Nee, Blödsinn, das weiß ich doch alles. Kunst des Tränkebrauens brauche ich nicht, kann ich eh schon zu viel. Wer war das denn dann, der mir... Warst du das? Warte mal. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, ist gut. Nee, du kannst mir nur Mana steigern. Dann müsste das Nefarius sein mit den Zaubersprüchen, aber wo ist der? Wo ist Nefarius? Er sich hier hinten rum? Nee, das sind auch, das sind Varane, vielleicht noch ein bisschen trainieren. Myxia,
Kronos habe ich irgendwie gerade auch nicht gesehen. Der ist da hinten, okay. Das Meldarion. Wer von euch kann mir denn bitte Zaubersprüche beibringen? Du müsstest das doch sein. Genau. Könnt ihr mir euer Wissen über die Magie vermitteln? Ich kann dich im Erschaffen von Ruhe unterweisen. Und Kronos kann dir die Rezepte dafür verkaufen. Er hat die Runenbücher immer dabei. Das ist ja geschickt. Gib mir mal eine Rune. Und zwar im dritten Kreis. Eisblock 10 lernen. Oh mein Gott. Okay, vielleicht auch nicht. Kugelblitz wäre die Alternative. Schade. Was gibt's denn im zweiten Kreis noch, was ich noch nicht gelernt habe und lernen könnte? Feuerball. Kostet aber auch 10. Eispfeil ist halt ein bisschen witzlos. Eislanze wäre vielleicht eine Überlegung wert. Und ich glaube, der erste Kreis, der lohnt sich nicht wirklich. Nee, das lohnt sich nicht. Ach je, ach je, ach je, ach je. Wie mache ich das denn? Nun, was soll's. Ich habe jetzt erstmal die erste Stufe gelernt. Das heißt, ich kann hier... Ah, plus 2 bringt das jeweils sogar. Ich dachte nur plus 1. Armbrust plus 2, genau. Und dann Lebensenergie. Plus 5 sogar, wow. Dann habe ich jetzt 25 Lebenspunkte mehr. Genau, das da will ich mir aufheben. Einhandkampf plus 2, ja, nehme ich auch gerne mit. Stärke plus 1 nehme ich auch, plus 2 sogar. Und Zweihandkampf ist auch nicht verkehrt. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Wie gesagt, die Frage ist halt nur, was mache ich jetzt? Ich habe noch 5 Lernpunkte. Ich könnte... Es ist mir eigentlich nicht wert, jetzt die Tafeln schon zu lesen, damit ich mit den 5 Lernpunkten mein Mana auf 100 kriege. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zum Banditenlager zurück. Und als nächstes muss ich dann... Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Ja. Dann pass gut auf dich auf. Pass besser auf als die Typen, die hier überall rumliegen. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Okay. Gut, ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal gehe ich dann in die Mine und will aber sicherstellen natürlich, dass ich mich dabei nicht zu Tode schufte. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.